Das Technische Museum Knochenstampfe in Dorf Chemnitz zeigt pünktlich zum bevorstehenden Osterfest eine neue Sonderschau mit dem Titel »Große Eierschau aus zwei Kontinenten, Amerika und Afrika«. Das Ehepaar Edith und Waldemar Breitkreuz aus Gotha hat etwa 1200 Eier mit nach Dorf Chemnitz gebracht und in den Vitrinen des Museums liebevoll arrangiert. Mit einigen Frühlingsliedern warteten die Schüler der Puffendorf-Grundschule zur Ausstellungseröffnung auf. Neben dem Straußenei werden Eier in allen nur denkbaren Größen ausgestellt. Der beiliegende Text bringt dem Besucher die nötige Erklärung zum Exponat. Unter den Ausstellungsstücken befinden sich auch in diesem Jahr wieder einige sehr seltene Raritäten, wie das Ei vom ausgestorbenen Elefantenvogel. Davon gibt es 5-6 Exemplare nur in Deutschland. Dieses Madagaskar-Ei vom Elefantenvogel. Das ist ein Ei von einem... Also das größte Ei, was überhaupt, oder sagen wir von der Art, was überhaupt jemals von einem Vogel gelegt wurde. Sie sehen daneben verschiedene andere Eier, im Vergleich dazu auch Straußeneier, die sind ja schon recht groß, aber natürlich nicht mit diesem zu vergleichen. Wir haben vor 15 Jahren ungefähr dieses Ei erworben, von einem Mineralienhändler, offiziell, muss ich dazu sagen, in Österreich. Und sind natürlich sehr stolz. Da war das noch nicht so das Thema, dass dieses Ei sehr begehrt war. Inzwischen werden horrende Summen dafür gezahlt. Und wir sind aber allerdings stolz, dass wir eins von diesen 5 Exemplaren, die überhaupt noch in Deutschland vorhanden sind, Ihnen hier also präsentieren können. Eier mit den unterschiedlichsten Verzierungen und Größen bekommt der Besucher zu sehen. Er kann sich einen Überblick verschaffen, wie es um die Volkskunst auf den beiden Kontinenten bestellt ist. Feinste Perlenverzierungen und Gravuren wechseln sich ab mit den unterschiedlichsten Maltechniken. Eier aus Gestein sind in dieser Ausstellung ebenfalls zu bestaunen. In einem separaten Teil der Ausstellung werden erotische Eier und diverse Schnitzereien für den aufgeklärten Besucher präsentiert. Aus Afrika kommen auch einige Sammlerstücke, die da zum normalen Alltag gehören und als Wasservorratsspeicher dienen. Die Sonderausstellung Große Eierschau aus zwei Kontinenten, Amerika und Afrika, ist von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.